Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal spiele ich SimCity für euch. Hier oben seht ihr schon, ich habe meinen Origin-Namen geändert in Stepcut Gaming. Und hier ist auch das Logo. Ja, ich starte einfach mal ein neues Spiel. Ja, ich nehme eigentlich immer diese eine Region hier. Nicht die, sondern die. Weil es hier mehrere Städte gibt, die, wo man untereinander handeln kann. Weil hier gibt es zwar 10 Städte, aber die sind ja aufgeteilt. Ja, ich nehme das einfach nochmal. Auch wenn ich wahrscheinlich in diesem Let's Play nur eine Stadt vollbauen werde. So, ist ja klar, dass ich die Region so nenne. Ja, was nehmen wir denn zuerst? Ich nehme eigentlich immer das hier, weil es hier Wasser gibt. Aber hier gibt es genauso viel Wasser. Hier gibt es allerdings Rohstoffe. Und ich will ja erstmal mit so einer Großstadt anfangen, wo nicht so viel Industrie ist. Ja, dann baue ich vielleicht doch 2 Städte voll. Mal gucken. Aber ich will ja auch noch City Skylines spielen. Das finde ich sogar ein bisschen besser als SimCity, weil es da ja größere Städte gibt und so. Ja, dafür kann man da aber nur eine machen und kann nicht so mehrere machen, die miteinander handeln. Aber ich finde das halt irgendwie trotzdem besser. So. Ja, als erstes muss ich dann wahrscheinlich hier irgendeine Straße hinbauen. Da das hier direkt an der Autobahn. Obwohl, nee, ich fange doch lieber erst mit einer kleinen Straße an. Moment, ich muss die Aufnahme mal kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe das ja rausgeschnitten, also ihr habt das jetzt nicht mitbekommen. Ja, weiter geht's. Also ich habe jetzt so eine Straße hingebaut. Und als erstes kommen dann, denke ich mal, hier Häuser hin. Obwohl, ich brauche auch noch Industrie. Ich muss mal hier erstmal gucken, wo denn der Wind hinweht. Nach da. Dann kommt die Industrie am besten hier hin. Ja, jetzt Windkarte weg. Dann baue ich ja auch meine Straße hin. Obwohl man für Industrie wahrscheinlich direkt große Straßen nehmen sollte. Das weiß ich zwar nicht, ob man das tun sollte, aber ich mache das mal lieber. Natürlich kommt hier sofort erstmal Abwasser und Strom hin. So, damit man das später auch aufrüsten kann, ein bisschen Platz lassen. Wasser natürlich von dieser Seite. Finanzprobleme sind mir jetzt erstmal egal. Notfalls nehme ich halt einen Kredit auf. Geht das überhaupt schon? Ja. Könnte ich jetzt annehmen, aber mache ich erstmal nicht, weil noch geht das ja. Ich werde das jetzt mit Industrie retten. Normal. Okay, ich wollte gerade sagen, normalerweise kommt da so ein Sound, wenn man das setzt. Das hier. Ich weiß nicht, wieso das gerade nicht kam. Tja. Okay. Dann stelle ich mal die Geschwindigkeit höher. Jetzt müssen wir warten und können so ein bisschen beobachten, wie sich hier alles aufbaut. Ja, wahrscheinlich brauchen wir erstmal Arbeiter, aber wir können das hier schon mal einschalten, weil wir produzieren noch keine Kohle und müssen sie deshalb aus dem Welthandel importieren. Ein Gemeindehaus, das mache ich einfach mal hier hin. Jetzt freuen sich alle, das ist doch schön. Ja, jetzt kann ich der Stadt einen Namen geben.
Das mache ich aber erstmal nicht, das kann man ja auch später machen. Ihr sollt mir nämlich einen Namen in die Kommentare schreiben. Allgemeine E-Werke. Interessant. Tja, ob das jetzt in echt auch so abläuft, weiß ich nicht, aber... Ja, scheint ja zu funktionieren. Was kann man sonst noch so machen jetzt? Ja, hier sagen die Leute irgendwas, was mich aber nicht interessiert. Hier war eben noch irgendwas, was man anklicken konnte. Das ist jetzt aber natürlich weg. Es regnet. Wir machen aber Gewinn. Dann würde ich sagen, mache ich direkt mal weiter. Hier in der Mitte nehme ich direkt eine große Straße, weil, wo sind jetzt hier die Baulinien? Weil, ja, da später halt viel Verkehr fließt. Bei City Skylines hätte ich jetzt gesagt, wir fangen halt mit kleinen Straßen an und lassen die Gebiete auch klein und bauen dann später irgendwelche größeren Gebiete, weil die Straßen aufzurüsten ist immer sehr aufwendig und da muss man das ganze Gebiet abreißen und so. Und dicht besiedelte Gebiete in kleinen Straßen sind ja nicht so gut, sonst sind sie verstopft. Aber bei SimCity geht das nicht, weil es gibt nur ein Wohngebiet und die werden halt auch stark bebaut. Das heißt, wir haben dann später auf diesen winzigen Straßen hier dann ganz viele Hochhäuser und das wird dann zu Stau führen. Man kann die zwar aufrüsten bis hier, aber weiter geht dann erstmal nicht. Das reicht zwar auch eine Zeit lang, aber wie man auch auf diesem Vorschaubild hier schon sieht, gibt es da weiterhin Stau. Das ist natürlich auch sehr schön, dass sie das direkt so ins Vorschaubild machen, dass es dann später Stau geben wird. So. Wir kriegen Geld und Einwohner. Hier kann man sich alles durchlesen, wenn man möchte. Aber solange die nicht rot sind, sondern grün, lese ich die eigentlich nicht. Weil... Die sagen halt einfach nur, wie schön es hier ist. Aber das weiß ich doch. Ist doch meine Stadt. Die muss doch schön sein. Es regnet immer noch. So, hier ist etwas nicht Gutes, oder? Ja, nicht genug Jobs. Ich habe nämlich vergessen, Gewerbegebiete zu bauen. Dann mache ich die einfach mal hier hin. Ich weiß nicht, ob man die jetzt so nah ans Wohngebiet machen sollte. Aber ich mache das einfach mal, weil ich jetzt keinen anderen Platz habe. Ich mache das eigentlich immer so. Das Gewerbegebiet ist für mich eher so eine Abgrenzung zwischen Industrie und Wohngebiet. Das eignet sich eigentlich ganz gut dafür. Ja, es wird hier auf jeden Fall später Verkehrsprobleme geben, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, weil ich halt jetzt nicht so wirklich darauf achte. Und ich plane das jetzt nicht. Normalerweise würde ich mir ein bisschen Zeit nehmen vielleicht und so mal überlegen, wo man denn jetzt welche Straße hin machen sollte. Aber das wäre wahrscheinlich langweilig, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nur so rumgucken und überlegen würde. Aktiv bauen ist dann wahrscheinlich etwas angenehmer für euch. Also in manchen Momenten muss man halt einfach warten, wenn man gerade kein Geld hat oder so und was bauen will. Dann werde ich das Ganze in einem Zeitraffer ablaufen lassen. Das sieht nämlich auch cool aus und ist nicht langweilig.
kann man die Bauarbeiter nicht. Habe ich da jetzt keine Straßen gebaut, okay. Ja, jetzt sind die Bauarbeiter weg. Laufen hier irgendwo Leute rum, die kann man nämlich auch anklicken normalerweise. Und dann sieht man, wie die heißen und wo die hingehen. Bei City Skylines kann man die dann, glaube ich, auch noch umbenennen. Ja, ich vergleiche SimCity die ganze Zeit mit City Skylines, aber das sind halt so gleiche Spiele und die haben halt beide Unterschiede. Zum Beispiel gibt es bei City Skylines keine Katastrophen. Es gibt zwar so eine Mod, dass man dann alles überfluten kann, aber das ist nicht gleich wie diese hier. Ich kann das ja mal zeigen, hier außen, wo noch nichts ist. Die muss man eigentlich freischalten, oder? Also wenn hier jetzt Häuser wären, wäre hier alles kaputt und würde brennen. Also ich glaube, die muss man freischalten. Entweder habe ich die schon freigeschaltet oder das, die muss man nur im Multiplayer-Modus irgendwie freischalten. Okay, ich hoffe, das wächst wieder zu. Das sieht nämlich nicht so schön aus. Das hier mache ich lieber nicht. Das ist nämlich nicht gut. Ja, Kleinstadt wahrscheinlich. Ja. Mache ich. Ja, da steht natürlich, also der sagt immer, dass man 2500 Einwohner braucht, aber hier steht 5000 und man braucht auch 5000 für eine Kleinstadt. Ja, jetzt haben wir zu wenig Kunden. Man hat immer von irgendwas zu wenig. Gibt's hier, mit Shift kann man gerade bauen. Ja, okay, dann mache ich das. So. Ich weiß nie, wie groß man hier Abstand lassen sollte. Aber wird schon passen. Ich will ja, dass die hier Hochhäuser hinbauen. Auch wenn das wegen den Straßen nicht so gut ist, dann baue ich da halt später irgendwie größere Straßen hin. U-Bahn gibt es ja hier nicht, oder? Nein, aber rote Züge bringen mir nichts. Straßenbahn. Dafür braucht man größere Straßen. Also diese hier kann man aufrüsten auf Straßenbahn. Die kleinen nicht. Das heißt, das Einzige, was wir hier so aktuell benutzen könnten, wären Bushaltestellen. Das ist mir aber zu teuer und lohnt sich aktuell auch nicht. Weil die ja alle zu Fuß laufen. Ganz schnell. So. Ja, es ziehen doch mehr Leute her. Hier, das ist anscheinend die Sonne. Ein Sonnenuntergang sieht hier, glaube ich, auch ziemlich schön aus. Aber es ist ja erst 12 Uhr. Ja, 1. Ja, wie man sieht, dieser Teil von dieser Karte ist jetzt schon vollgebaut. Das heißt, diese Karte ist sehr schnell vollgebaut. Und das ist das, was mich aktuell an SimCity halt ziemlich stört und was City Skylines halt besser macht. Aber ich werde wahrscheinlich beides mal Let's Playen.
Ja, duschen sollte man sich schon, ne? Aber wieso jetzt, wo wir Wasser haben? Die haben doch die ganze Zeit schon Wasser, oder? Ja. Man kann hier ja sehen, dass hier irgendwie so Punkte rumfliegen und die Häuser mit Wasser versorgen. Und das gleiche auch mit Strom. Und Abwasser läuft hier hin. Das läuft anscheinend alles über irgendwelche Punkte, die durch die Straße laufen. Sieht jedenfalls interessant aus. Was genau dieses Ding hier eigentlich macht, weiß ich nicht. Das pumpt das Abwasser irgendwie hier hin und dann, ja, löst es sich auf. Ist aber, glaube ich, nicht sehr umweltfreundlich. Wo kann man das angucken? Hier vielleicht Bodenverschmutzung. Okay, wenn ich habe gerade drauf geklickt, dann wurde es einfach mehr. Hier sind welche krank. Krankenhaus. Wir haben genug Geld, oder? Ja. Ja, wobei ich das hin, wenn ich das hier hinbaue, dann müssen die, glaube ich, so fahren, um hier hinzufahren oder so. Da hat schon jemand einen Unfall. Ich baue es einfach hier hin. Jetzt werden Mitarbeiter gesucht. Jetzt sind Mitarbeiter da. Das ging schnell. Mal gucken, wo der jetzt hingefahren ist da. Bringt Patienten ins Krankenhaus. Also hier können die jedenfalls nicht die Straße überqueren, einfach so. Die müssen dann schon hier irgendwie rumfahren. Ja, dann hol doch einen Krankenwagen. Dafür ist doch der Notruf da. Ja, ich könnte ja auch mal Emergency 4 oder so spielen, ne? Aber dafür. Das ist ja, glaube ich, irgendwie von Rondo Media veröffentlicht. Und man braucht ja immer eine Genehmigung vom Publisher. Und ja, Rondo Media arbeitet ja jetzt mit Astragon zusammen irgendwie. Und wenn ich von denen eine Erlaubnis haben will, dass ich auch die ganzen Simulatoren und so spielen darf, da brauche ich erstmal mindestens 500 Abonnenten. Und jetzt aktuell habe ich drei. Und ja, das ist halt. Das sind noch nicht mal richtige Abonnenten, sondern halt, ja, man selber und noch zwei andere, die man kennt. Ja, jedenfalls 500 Abonnenten, das dauert wohl noch ein bisschen. Aber wenn ich dann eine Erlaubnis kriege, dann spiele ich das gerne für euch oder für mich und zeige das einfach so. Ja, das mit dem Krankenwagen wird anscheinend nichts mehr. Überwacht das Viertel. Ja, es sterben anscheinend immer mehr. Da kann ich jetzt aber nichts mehr dran ändern, weil ich habe ja ein Krankenhaus gebaut und das reicht. Ja, 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt rausschneiden muss, aber eine Folge sollte das sein. Okay, einfach drei Leute. Waren es jetzt Ärzte oder drei Patienten? Das weiß ich nicht. Wäre irgendwie lustig, wenn auch drei Patienten da reinpassen. Ja, dann
habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu tun und muss eigentlich nur noch warten, bis ich Geld habe und dann weiter ausbauen mit Feuerwehr, Polizei, Schulen, ja, dann umweltfreundliches Abwasser und also umweltfreundliche Abwasserverarbeitung. Ja, Pumpstation brauche ich aktuell nicht. Das braucht man nur, wenn man viele Einwohner hat. Atomkraftwerk will ich nicht bauen. Hier Nissan Ladestation, weiß ich nicht genau, was die bringt. Dann fahren hier irgendwie so Nissan Autos rum, Elektroautos oder so. Dann kann ich das hier noch auf Straßenbahn aufrüsten. Ja, und dann ist das hier ganz schnell alles zugebaut. Und wenn das zugebaut ist, mache ich entweder noch da hinten irgendwo diese eine Stadt oder ich fange direkt mit City Skylines an. Vielleicht gibt es bis dahin ja auch eine neue Städtebausimulation oder so. Oder ich will gar keine mehr spielen. Oder ihr wollt keine sehen. Hier ist viel Verkehr. Ja, okay, ich beende dann diese Folge. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Ich werde wahrscheinlich noch mehr machen, solange niemand da ist, der hier in die Kommentare was schreibt. Ja, und dann baue ich noch eben das Krankenhaus aus. Oder auch, ja doch, ich baue das einfach mal aus. Und dann beende ich die Folge. Oder Moment, ich lasse einfach noch mal. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich irgendwie ein Zeitraffer-Video jetzt noch mache. Aber das lohnt sich erst, wenn hier überall Hochhäuser gebaut werden. Das sieht dann ziemlich cool aus, wenn dann mit der Zeit so überall Hochhäuser entstehen. Also das hier wächst wieder zu. Okay, also mache ich das jetzt nicht mit dem Zeitraffer-Video, sondern später irgendwann mal vielleicht. Ja, ich habe die Folge immer noch nicht beendet, aber ich mache das jetzt, ne? Ja, tschüss und bis zum nächsten Video.